Ja, hallo, zukünftige Lords und Ladies. Das seid ihr nämlich. Ihr bekommt in der nächsten Zeit, also ob das jetzt in diesem Leben passiert, ob ich dann an einen Adelstitel winkt oder so, darum geht es wirklich nicht. Weiß Gott nicht. Aber die Idee eines Adels bestand darin, dass wenn Menschen ein gehobenes Denken hatten, sie nicht mehr mit den alltäglichsten Mühsalen konfrontiert werden, dafür aber eine so hochkarätige Gedankenkette erzeugen, eine so hohe Schwingung erzeugen, von der alle in ihrer Umgebung profitieren. Wie wir wissen, ist das mit unserem Adel landesweit und überall in Europa und so weiter gründlich schiefgegangen. Wir konnten das, wir wussten das nicht, wir begriffen es nicht. Aber wir sollten hier eines begreifen. Du verstehst mittlerweile. Du bist in der Lage zu begreifen, dass du deinen Gedanken vertrauen kannst. Vertrauen musst, das musst du lernen. Dass du so denkst, in jeder Sekunde, dass dir der Weg allmählich frei und freier wird. Ich stelle in meinem Leben fest, mittlerweile bekriegen sich meine Gedanken nicht mehr, sondern sie stehen sich, wenn überhaupt, nur noch sehr freundlich und sehr friedlich im Weg. Einer macht Platz für den anderen, besonders wenn der andere belasteter ist als der andere, damit er schneller weiterkommt bei seiner Belastung. Und dann gibt es natürlich manchmal noch, wenn etwas ganz, ganz schwer ist und trotzdem hier Platz da, nur zur Quelle hin, ist dann aber seine ganzen Belastungen los und geht jetzt wieder zurück und jetzt nimmt er die anderen, die er ein bisschen weggedrängt hat, die Last ab. So wird es ein sehr friedliches, freundliches Miteinander in meinen Gedanken, in meinem Denken. Mein Denken, mein Geist, und der ist immer heilig, räumt mein Denken auf. Das wird bei dir genauso sein. Du bist mittlerweile sehr weit gekommen. Du bist sehr weit gekommen. Du bist weit gekommen, denn du bist auch auf diesem Kanal. Du bist nicht weit gekommen, weil du auf diesem Kanal bist. Du bist auf diesem Kanal, weil du weit gekommen bist. Meine Worte hören nicht sehr viele. Und es würde mich sehr überraschen, wenn das bald sehr viel mehr werden. Die Menschheit ist dafür nicht reif. Aber Botschaften können nur zu dir kommen, wenn du für den Inhalt bereit bist, wenn du es verstehen kannst. Ein Kleid, welches dir, was weiß ich, 5 Nummern zu groß ist oder 5 Nummern zu klein ist, passt dir einfach nicht. Sieht einfach unmöglich aus. Da kann der Schnitt noch so toll sein. Und genau darum geht es. Du musst anfangen zu verstehen, dass du deinem Gedanken unbedingt vertrauen kannst. Und wenn du feststellst, das kann ich aber nicht, ja, dann musst du es üben. Das ist der Grund, warum das, was ich sage, so wichtig ist. Man könnte sagen, dein Denken oder deine Gedanken sind eigentlich die Protoproteine, das Wort ist mir heute Morgen nicht eingefallen, als ich mich noch zu Wort gemeldet hatte, des Lebens. Und wir finden auch in der Tat ein Abbild in der Biologie, im Leben vor, nämlich in unseren Zellen, Körperzellen. Dort patrouillieren nicht nur unsere Abwehrspezialisten, die also dann alles rausfischt, was da so nicht hingehört, sondern da patrouilliert auch oder da geht auch, deswegen kommt ein Protoprotein. Eine riesengroße Blase ist das, mit auf ganz winzigen Füßen steht. Das hatte ich gestern schon, heute Morgen schon erklärt. Und dann hat den Eindruck, man könnte dir mit so einem ganz winzigen kleinen Stäbchen so ganz, ganz so ein Hieb versetzen, dann würde die ganze Blase dann noch nach unten krachen. Aber das tut keiner. Niemand. Weil diese Blase, die das Protein mit sich trägt, ist eine Nährsubstanz. Und jeder, der gerade mal Hunger hat, kann vorbeikommen und da mal eben einen Schluck von trinken.
Das sieht aus, wenn man sich das so anguckt, ist das interessant. Ich habe mich gefragt, wie würde wohl das aussehen, wenn wir das noch ein bisschen mehr vergrößern könnten? Wie würden denn dann die Bilder aussehen? Hätten wir da Fastfood-Restaurants, Steakhouse, das Ritz, Four Seasons und so? Wo man also durchaus etwas im Austausch bekommt. Was ist denn hier in unserem Leben? Kriege ich mein Brot vom Bäcker ohne etwas, ohne dass ein Austausch stattfindet? Na, vielleicht können wir das nicht sehen. Na, vielleicht zahlen da dann ja alle, als wenn wir das unter dem Mikroskop betrachten, unter hunderttausendfacher Vergrößerung, dann erscheint wirklich sowas. In einer Körperzelle. In deiner, jetzt in diesem Augenblick, in deiner Körperzelle marschiert da gerade ein Protoprotein, das du legst, so lalalala, und überall und jeder, der da vorbeikommt, eine mRNA oder eine DNA, aber so was weiß ich, eine mRNA da, eine mRNA da, und da ist noch was, und Golgi-Vesikel will auch noch was haben und so weiter und so fort. Die wollen alle was haben und kommen vorbei und nehmen da erstmal einen kräftigen Schluck. Da kommt zu einem Austausch, Energieaustausch, wie bei uns. Wir haben eigentlich das Münzgeld, sie sind dumm genug, das Münzgeld abzuschaffen. Leider schaffen sie keinen Gegenwert und das ist das Problem, was sie allen Menschen hier alle haben. Aber im Grunde genommen ist das immer ein Energieaustausch. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe da was und schub, das ist ein Energieaustausch. Ja, aber das haben wir dann in unserem Leben generell. Dafür finden wir es immer vor. Und eigentlich könnten wir auch. Wie, eigentlich wie ein Pro, also unsere Gedanken könnten wie Proteine sein, wo jeder sich dran laben kann, wenn unsere Gedanken nur genug Kraft erzeugen wollten. Wir tun das noch nicht. Unsere Gedanken kräftigen uns nicht, sondern sie entkräften uns. Aber es könnte anders sein. Wir haben leider unsere Gedanken nicht unter Kontrolle und genau das brauchen wir. Wir müssen unsere Gedanken wieder unter Kontrolle bekommen. Der Grund, warum jetzt die Inflation so groß wird, könnte auch daran bestehen, dass viele Menschen sehr viel Geld brauchen. Ihre Gedanken darauf gehen, ich brauche jetzt Geld, ich brauche jetzt Geld, ich brauche jetzt Geld und bekomme jetzt auch welches, ich will jetzt einfach Geld haben. Ja, bald haben sehr viele Menschen sehr viel Geld, aber es nützt ihnen nichts. Das meinte ich damit, als ich sagte, wir haben eine Technik, mit der wir nicht umgehen können. Wir haben ein Geldwesen, was wir abschaffen wollen, obwohl das eigentlich genau das ist, was uns eigentlich genau das einen Wert und einen Gegenwert vor Augen führt. Ob da nun wirklich ein tatsächlicher Gegenwert ist oder nicht, interessiert ihn darüber auch nicht. Es geht darum, ob die Menschen, dass die Menschen das glauben, dass sie es wissen. So gesehen ist der ganze Geldverkehr doch sowieso Schwindel, denn was willst du mit einem Papierschein? Aber trotz allem kann dieser Geldverkehr funktionieren, wenn alle es für wahr halten und wenn alle das glauben und wenn alle davon überzeugt sind und wenn die es auch begreifen, warum das so ist. Ich bin davon abhängig, dass alle Menschen glauben, ein 10-Euro-Schein ist etwas wert, denn sonst ist er überhaupt nichts wert. Aber es geht hier doch gar nicht um einen 10-Euro-Schein. Es geht doch um deine Gedanken. Du musst wissen, was deine Gedanken wert sind. Was sind deine Gedanken wert? Können sie deine Umstände, in denen du lebst, harmonisieren. Die Materie gehorcht deinem Denken, nicht dein Denken der Materie. Aber leider ist es zurzeit bei vielen andersrum. Aber sie müssen jetzt in den Griff kommen. Darum adressierte ich euch gerade eben als zukünftige Lords und Ladies. Denn das werdet ihr sein. Wenn ihr anfangt, aus eurem Denken kristallweißes Licht zu machen, wenn ihr anfangt, euer Gedanken immer wieder in Kristallenergie zu bringen. Und immer wieder neu zu reinigen, immer wieder neu zu reinigen. Dann schaffst du das. Wenn dein Denken, und ich glaube, das können wir uns jetzt hier sparen, weil ich glaube, so weit hier ist keiner gekommen, der sich an dieses Geplär von Jesus Christus noch anhören muss. Aber wenn auch einige dann an diesen Stocken, an diesen ganzen Stocken bleiben, ich glaube ja nur an Gott, ich glaube ja nur an Gott, ich glaube ja nur an Gott, dann denken sie das und sie glauben das auch. Das heißt, sie glauben oder sie denken, dass sie an Gott glauben. Aber nur weil ich an Gott glaube, da passiert ja nichts. Ich muss in der Lage sein, diesen Dreisprung hinzubekommen. Dass ich begreife, wenn ich denke, ich bin das weiße Licht meines Denkens, dann bin ich das auch. Und meine Gedanken hören auf, sich gegenseitig im Weg zu stehen. Und prompt liefert das, was ich denke, die Vorlage für das, was ich in der Materie vorfinde. Und prompt habe ich dann eine Materie, die ich vorfinde, in der ich frei und leicht und gut leben kann. Ohne dass ich jemanden
in irgendeiner Weise eine Belastung bin, dann wäre ich das. Ja, dann wäre ich auch eine Belastung für mich. Das ist ein unglaublich cleverer Schachzug. Das ist die Schöpfung, die immer sehr intelligent ist. Also ich muss ja sagen, also wer immer sich das ausgedacht hat, also Chapeau, ne? Also muss man doch mal sagen, ne? Da muss man doch gerade mal einen Applaus geben, weil das ist ja schon mal genial. Nur, wer ist gerade eigentlich? Ja. Wir sind es. In unserer perfektesten Version. Das wollen viele nicht hören. Ich weiß nicht warum. Mit der Begründung, die meisten sagen, das ist alles Quatsch, sie wollen mir das auch nicht glauben oder sie wollen auch nicht sich damit auseinandersetzen. Sie möchten nicht veralbert werden und sie möchten nicht für dumm verkauft werden. Und hassten dann und eilen dann zum nächsten Vortrag irgendeines tollen Wissenschaftlers, der ihnen mehr oder weniger Sand in die Augen streut. Nicht, dass er das Falsche, was der Wissenschaftler sagt. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Nicht, dass was der Wissenschaftler sagt, ist falsch. Und deswegen ist es falsch wäre, ich kann es nicht nachprüfen. Aber dessen Wissen nützt mir nichts. Um meine Gedanken frei zu kriegen, nützt mir das Wissen von den anderen nichts. Ich muss schon wissen, was meine Gedanken hervorbringen. Und kann mich dann in der Tat auch daran, also mich daran erfreuen oder ist man ist, findet vielleicht irgendein ein Forschungsprojekt oder so, findet vielleicht mein Interesse oder so. Das ist dann aber auch nicht mehr als ein höfliches Interesse. Mehr ist das dann nicht. Okay, es mag ja sein, es ist wirklich faszinierend, was da los ist. Und ich finde es ja wirklich spannend, wie sich das Leben aufbaut. Und ich finde es auch wirklich toll, was die Mathematik da an die Tafel wirft, was es da für tolle mathematischen Kniffeleien da gibt und so. Ich finde das wirklich spannend. Aber ich habe keine große Lust, hinter der Natur oder der 7 oder der 8 zu kommen oder der 3 zu kommen, um dahinter zu kommen, wie sich diese fantastische Mathematik da wohl zusammensetzt. Denn ich müsste die Persönlichkeit einer 3 oder einer 4 kennen, um zu wissen, was da los ist. Das ist doch völlig klar. Eine 3, eine 4 oder 6 oder 7, Herr Gott, sie bestehen aus Energieelementen. Energieelementen, darum sind es ja 6 oder 7. Aber die müssen in irgendeiner Weile müssen die in Wechselwirkung zueinander stehen. Sonst kennen die, sonst würde die 13, die dabei rauskommt, wenn man 6 und 7 addiert, könnte sich etwas komisch ausnehmen. Oder perfekt oder heilig, je nachdem, wie die zur einzelnen Zusammensetzung ist. Aber an Zahlen bin ich nur am Rande sehr interessiert. Aber meine Gedanken interessieren mich. Jeder einzelne Gedanke muss in der Lage sein, den nachfolgenden Gedanken den Weg zu bereiten. Frei zu werden. Sie dürfen sich nicht mehr gegenüberstehen. Sie dürfen sich nicht mehr bekriegen. Und was bei mir der Fall ist, das ist auch bei allen anderen der Fall. Was glaubst du, warum haben manche Menschen Migräne? Was glaubst du, was da in deren Köpfen los ist? Traffic Jam. Da geht nichts mehr. Das ist wieder Verkehr in Tokio. Ich glaube, da ist es sogar gut geregelt mittlerweile, ne? Aber da ist auch irgendwie noch so, gibt da so einige Städte, wo das also ein einziges, wo es ein einziges Gehupe ist und ein einziges Stop and Go ist, wo keiner mehr weiterkommt. Einfach deshalb nicht, weil sie keine Ampeln haben oder weil keiner sich nach den Ampeln richtet. In Indien gibt es das auch so etwas oder vielleicht auch in Afrika, ich weiß es nicht. Irgendwo, da gibt es halt diese Städte, wo dann so ein Wahnsinnsverkehr ist, der dann also, wo nichts mehr geht. Wo also dann auch, was weiß ich, dann die Kuh mit dem Lastkarren und der Rollifahrer, der Motorradfahrer oder sowas, ich habe diese Stammwege da den Weg bahnt. Umgeben von irgendwelchen verrosteten Vehikeln und irgendwelchen Straßenkreuzern. Das ist also, und keiner achtet auf die Ampeln und keiner achtet auf den Verkehr letztendlich. Jeder schimpft den anderen an. Und es war prima. Jedenfalls einige. Für einige ist das lustig, nicht für alle. Und das kann in der Tat für viele ein Problem werden. Ich möchte euch bitten, wirklich gut zu verstehen, um was es hier eigentlich wirklich geht. Hier auf diesem Kanal sind die, die gewählt haben. Nicht die Auserwählten. Denn auserwählt ist jeder.
Das funktioniert ähnlich wie beim Bienenstaat. Die Bienen wollen eine neue Königin. Was passiert? Nun, die Königin legt dann andauernd Eier und jetzt kommt der Staat zum Schluss, also allmählich, nee, wir brauchen eine neue Königin und ein Teil möchte sich emanzipieren, die neue Königin, also wir müssen eine neue Königin haben und so weiter. Was machen die Bienen jetzt? Sie legen eine besonders große Wabe an und legen ein ganz gewöhnliches Ei da rein. Normalerweise wäre da eine Arbeiterbiene daraus geworden. Jetzt aber wird sie gefüttert mit Gelee Royal und Gelee Royal und Gelee Royal. Die Arbeiterbienen bekommen Gelee Royal höchstens 2, 3 Tage. Die Bienenkönigin bekommt sie 6 Wochen. Oder 4. Was passiert? Die Arbeiterwerkzeuge einer gewöhnlichen Arbeiterbiene verkümmern. Aber dafür sind die Geschlechtsorgane fantastisch ausgebildet. Die ist viermal so groß wie die anderen Bienen und wird dann sozusagen ausgerufen vom Staat, so hieß es mal in diesem Biene-Maja-Buch. Ich habe das auch mal gelesen, also das ist ganz witzig. Da gab es eine Rebellion im Palast, im Stock. Die neue Königin wäre schon ausgerufen. Also das ist das, was dann in einem Bienenstock passiert. Dann wird dann irgendwann die neue Königin dann flügge und nimmt dann einen Teil des Staates mit sich. Und auf diese Art und Weise verteilen sich die Bienen so auf der Erde sozusagen. Ja, aber das, was hier wirklich faszinierend ist, was im Bienenstock dann in dem Moment passiert, die neue Königin bekommt immer wieder das beste Essen. Gelée Royale. Und wird eine fabelhafte Königin. Wollen wir das mal auf den Menschen übertragen? Gönne dir nur die besten Gedanken. Die ganze Zeit hindurch. Wir sind keine Bienen und leben länger als nur ein paar Wochen oder wie eine Bienenkönigin vielleicht 3 oder 4 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange man lebt eine Königin, keine Ahnung. Aber kann auch 10 Jahre sein. Aber was ist, wenn unser Leben genau dazu dient, uns den Übergang zu zimmern, wenn unsere Gedanken uns den Weg pflastern? Es kann doch gar nicht zu bestreiten sein, dass wir zunächst einmal geistige Wesen sind. Okay, im Augenblick haben wir doch einen Körper, aber der Körper ist eigentlich gar nicht so wichtig. Entschuldige, aber letztendlich nein. Es ist die Zusammensetzung meiner Gedanken. Also was ich hier sehe, ist die Auswirkung meines Denkens. Was ich in Wirkung sehe, was ich in Labor sehe, also in Betrieb sozusagen sehe. Das ist das, was mein Denken hervorgebracht hat. Und damit muss ich jetzt leben. Und das muss ich verbessern. Und dann tue ich sehr gut daran. Dann tue ich sogar sehr gut daran, wenn meine Gedanken sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Und die stehen sich natürlich im Weg, wenn ich anfange, auf jemanden zu schimpfen. Natürlich. Denn alle anderen beginnen den Fehler mitzuschimpfen. Der eine Teil, der andere Liga schreit zurück. Und dann ist es wieder so, geht mehr schneller. Aber wenn wir einmal es geschafft haben, unser eigenes Denken zur Ruhe zu bringen und uns darauf zu besinnen, was wir eigentlich genau sind, das Licht unseres Denkens, dann kommen wir dahinter. Unsere Gedanken sind die Mitochondrien unseres Lebens. Und Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle, der Körperzellen. Jede einzelne Körperzelle hat selber welche, selber Mitochondrien. Mehrere, nicht bloß eine. Aber jede Zelle hat ihre eigenen. Jede Zelle hat ihre eigenen Proto-Proteine. Jede Zelle hat ihre DNA. Jede Zelle hat ihre DNS. Jede Zelle hat ihre Golgi-Vesikel und so weiter. Und sie alle arbeiten einträchtig zusammen. Bis irgendwie so ein Störenfried kommt und das alles hier kaputt macht. Kommt halt in Form einer Grippe oder so. Kommt so ein blödes Virus und kommt da und löst da so eine Grippe aus. Und alles ist in Alarmbereitschaft. Das passiert in unserem Körper, das weißt du doch. Ja, okay. Und was heißt das jetzt in unserem Leben? Genau das Gleiche. Normalerweise wären wir mit einem normalen Erkältung oder Grippe, Virus, einer Grippe ist ein bisschen was anderes. Also spanische Grippe, gute Nacht. Also das hat schon einigen, da gab es schon einen Heer von Toten. Aber sagen wir mal so mit einem grippalen Effekt oder sowas, wären wir in der Regel fertig. Oder mit leichteren Krankheiten. Und
Unser Immunsystem übt das dann ja auch, während wir noch Kinder sind. Dann haben wir nämlich die Kinderkrankheiten. Die müssen wir auch haben, damit unser Immunsystem überhaupt erstmal lernen kann. Da wir mittlerweile der Meinung sind, wir müssen ja alles durchimpfen, wie nur irgendwas, haben die nachfolgenden Generationen ganz schön die werden mit Allergien und Ähnlichem zu kämpfen haben. Ganz einfach deshalb, weil ihr Abwehrsystem in ihrem eigenen Körper völlig unterfordert ist. Also da tut der Körper dann mal so, als wäre er krank. Ja, das ist eben so. Das ist eben so, aber ihr bedenkt die Folgen eures Denkens dann leider nicht. Aber egal jetzt. Zunächst einmal waren wir dabei, wie wohl der Körper das menschliche Denken abbildet. Oder besser gesagt, wie der Körper die Abbildung unseres menschlichen Denkens ist. Und jetzt ändert sich das Bild. Auf einmal begreifen wir, unser Denken steuert uns, unser Vehikel sozusagen, wo wir hinwollen. Das heißt, wir steuern Stationen an, die punktgenau auf unser Denken passen. Haargenau. Wenn wir ein zerstrittenes Denken haben, wenn unsere Gedanken sich praktisch gegenseitig andauernd im Weg stehen, ja, dann ist der Ärger an der Materie nicht weit. Und die Lösung? Ja, indem wir uns daran erinnern, dass wir das weiße Licht unseres Denkens sind und niemand mehr auf den Wecker fallen. Und was passiert, wenn das jetzt eine ganze Gemeinschaft tut? Ich würde sagen, da sind die Kriege obsolet. Natürlich. Ich habe mich gewundert, dass wir uns alle so, oder besser gesagt, das Land sich darauf geeinigt hat, die gute Ukraine und der böse Putin. Also gar keine Frage. Die Ukraine brachte, jetzt hat sie auch noch einen Boxweltmeister als Bürgermeister, in einem Kiew ist das, ne? Oder in welcher Stadt ist das jetzt Bürgermeister, keine Ahnung. Also ein Boxweltmeister als Bürgermeister, also ich weiß ja nicht so recht. Aber ein Boxweltmeister hat nun mal in seinem Leben gelernt, andere näher zu knüppeln. Und nicht irgendwie im Einklang miteinander das eigene Denken in Einklang zu bringen. Oh, ich weiß ja, Herr Klitschko ist hochgebildet, das ist mir schon klar. Aber viele sind hochgebildet und begreifen nicht, wie sie ihre Gedanken harmonisieren sollen. Da kommt dann der ganze Mist ja. Also, die Menschheit hat sich darauf geeinigt, der böse Putin und die arme und unschuldige Ukraine. Ja, so funktioniert das aber nicht. Mich hat gewundert, dass sich niemand wundert, dass unser Putin so zeckt ihn nicht auftaucht. Er passt nämlich genau in das, was wir denken. Gut, okay, wir sind gerade mal Gedanken, die wir nicht so toll finden, aber sie passen zu uns. Es hilft uns alles nichts. Wenn wir das nicht begreifen, dass unser Herr Putin oder auch Kim Jong-un oder Trump oder was weiß ich, wie sie da alle heißen, dass die nur da sind und nur möglich sind, weil sie zunächst einmal zu einem großen Teil der Menschheit passen, dann begreifen wir es nicht. Und dann begreifen wir auch nicht, was der einzelne Mensch tun kann, damit das nicht mehr möglich ist. Und dass ein gegenseitiges Bekriegen nun mal nicht funktioniert. Das haben die Politiker haben sowieso nicht begriffen. Das konnten die auch gar nicht begreifen. Denn sie leben ja davon, dass die Menschen sich da sozusagen bekriegen, wenn auch nur verbal. Bis es irgendwann schlimmer wird. Der jährige Nockerberg, der ein paar Wochen ist ja schon her, dass er ausgestrahlt worden ist, der hat einen tollen Schluss. Wo dann also sagte, da sind wir ja wohl besser dran. Also, wenn man sich mal überlegt, wo die Menschen sich zanken, wo sie sich wirklich bekriegen, wo Bomben fallen, da sind wir ja wohl besser dran in diesem Durcheinander, wenn die Politiker übereinander herfallen. Ja, das mag ja sein, dass wir vorläufig noch besser dran sind. Aber wenn die Menschen jetzt unisono anfangen, anders zu denken und be nicht begreifen, dass das ihre Denken ihre Wirklichkeit hervorbringt, beziehungsweise sogar auch ab, also dass die Wirklichkeit das abbildet, was sie denken, dann werden viele Menschen scheitern. Aber sowas von scheitern. Und ich meine nicht nur, dass das Leben im Leben dann irgendwann dann mal die Augen dicht machen. Das tun wir so alt, das sind früher oder später tun wir das sowieso alle. Aber der springende Punkt in diesem Fall ist, wo landen sie dann? Wo passt ihr Denken nun genau hin? Man muss sich wundern, dass so viele Menschen sich für eine Inkarnation in den ärmsten Gebieten der Erde entscheiden. Wieso wundern? Ich wundere mich darüber nicht. Das Denken der Menschen brachte nichts anderes hervor.
Und dabei sind wir bei einer gewissen Verantwortung. Eine Verantwortung für uns selbst. Wir haben keine andere Wahl. In dem Moment, wo du noch glaubst, an Gott hilft dir da raus. Aber ich glaube doch an Mutter Maria. Auch wirklich. Schön, denn die glaubt an dich. Und du enttäuscht sie nie. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Du enttäuscht Gott nie. Ganz egal, was du tust. Du erfüllst ein Prinzip von ihm. Gott ist in der Tat ist omnipräsent. Er ist alles, von ganz unten, von ganz unten nach ganz oben. Da ist alles drin. Du kannst nichts Originelles in dem Sinne erfinden. Du kannst nichts als Erster auf irgendwas kommen. Denn das, was du findest, was du vorgefunden hast, was du erfunden hast, was du geschrieben hast, was du komponiert hast, das gab es schon, bevor du geboren worden bist. Die Frage war doch nur, ob du das vorfindest. Und sich darum zu streiten, wer wohl am ersten am Brunnen war, um zu trinken, ist dermaßen blöde. Und nur eine Zivilisation wie die unsere bringt es fertig, einen Wettlauf zu veranstalten und mit einem Start und Ziel und dann wird ein Zeit gestoppt, wer das da durchkommt. Das bringen wirklich nur die also ganz ehrlich, es gibt eine Sphäre, die uns als Primitivlinge einstuft und das kann ich denen nicht ganz verdenken. Oh, gib uns eine Chance. Ach komm, gib deinem Denken eine Chance. So, du schaffst das schon. Du kommst da schon raus. Ist ein bisschen durcheinander gewesen. Mehr war es nicht. Aber deine Gedanken können dich ja auch wieder frei kriegen. Du musst deinen Weg ja nicht frei schießen. Es reicht vollkommen aus, dass du dich frei denkst. Denn so wie du denken wirst, findest du auch deine Wirklichkeit vor. Und wer sollte dich denn jetzt davon abhalten, zu denken, dass du das weiße Licht deines Denkens bist? Niemand. Ich hab was drum gegeben. Wenn ich das schon vor 30 Jahren gewusst hätte. Aber ich wusste das nicht. Keiner hat mir was erzählt. Ach Gott. Was hätte es denn nicht toll werden können? Was schade, ne? Ja, aber das Leben ist endlos. Die Gedanken finden sich immer wieder neu. Dein Leben hört doch nie auf. Das macht dein Sein, deine Existenz hört doch nicht auf. Dein Leben hier ist ein Übergang, darauf kommt es gar nicht an. Viel interessanter ist, was ist deine Existenz, woraus besteht die? Die kannst du wählen. Und irgendwann hast du keine Lust mehr, die Person zu sein, dann sagst du irgendwann, ach nee, es wird doch lieber zur Community und dann doch lieber nur so einer von vielen sein und dann bin ich, also ich bin einfach nur Licht und freue mich so drauf, weil das einen so erfüllt und weil es einen so glücklich macht. Aber dann eines Tages sagst du, ach ja, so schön ist das auch immer, aber auch so toll, auf der höchsten Höhe ist das auch toll und so, ist echt klasse und super. Aber irgendwann, ach ja, ach so, doch mal wieder eine Persönlichkeit zu sein und dann, ach ja, also eigentlich doch. Ne? Und dann fängst du doch wieder an zu leben, und zwar richtig zu leben. Und beginnst eine neue Inkarnationskette. Das muss nicht immer so beschwerlich sein wie bei uns, wirklich nicht. Wir haben uns auf dieses Wagnis eingelassen. Wir haben also wirklich also ein Leben auf der Erde zu führen. Also wenn du bist lebendig und dazu schon allein mal, jetzt mal erstmal herzlichen Glückwunsch. Chapeau. Du lebst auch hier auf dieser Erde. Ja. Damit hast du dich als Held erwiesen. Glaub mir, auf Wolke 7 zu sitzen und tralala und Halleluja zu singen und alles ist so schick und alle haben Bonbons und alles ist prima und überall gibt's Zuckerwatte gratis. Oh, Milchshakes, Vanilleeis mit Schokosoße und all sowas. Also weißt du was? Da ist das leicht. Da ist das unglaublich leicht. Da ist das toll, die schönsten Kleider, die schönsten Stoffe, die in der Haut schmeicheln und die wundervollsten Klänge und auch richtig mal ordentlich Bass und da gibt es auch Beat und Disco und Party und auch, naja okay, Heavy Metal jetzt gerade mal nicht, weil das ist dann doch noch ein bisschen, also das geht dann eine Sequenz runter, aber auch Heavy Metal, auch dieses, also dass das Leben spannend macht. Und da gibt es auch hier Rammstein und Kraftwerk und tralala, das ist alles da. Und alles fügt sich ineinander und keiner steht sich im Weg. Und jeder besucht mal die und mal die und mal die Orte. Alles ist schick. Ja, es ist alles schick. Es ist wirklich. Macht auch hier Spaß. Ist geil. Wie eine immerwährende Party. Aber irgendwann, ach,
willst du mal was zu mümmeln haben? Willst du einfach? Was habe ich gerade gesagt? Deine Gedanken harmonisieren das Leben, in dem du lebst. Und das ist deine, das ist also letztendlich auch deine Herausforderung gewesen. Eine Challenge, die nicht mehr zu überbieten ist. Denn aus einem völlig verkorksten Durcheinander und ein völlig verkorkstes, sogar zerstrittenes und meinetwegen auch total zerfetztes Dasein, wieder sich selber wieder zusammenzupuzzeln, ja, das ist doch kein Kinderspiel. Aber es macht Spaß und es ist erhebend. Bis zum Gehnichtwas. Und dann ist dann alles, was du erlebst, als sei es zum ersten Mal. Es ist irgendwie merkwürdig. Ich meine, das ist wie mit, mein Gott nochmal, die Älteren, die lächeln über ein frisch verliebtes junges Pärchen. Vielleicht nicken sie sich auch gegenseitig zu nach, weißt du noch, Darling, und wie das bei uns früher mal war und so. Ach ja, so waren wir auch früher und so weiter. Aber die Liebe wird jedes Mal neu erlebt. Das gibt es, sie langweilt nie. Weil sie immer wieder neu ist. Immer wieder neu. Immer wieder prima. Das ist ja das Faszinierende und ehrlich gesagt, ich finde das klasse. Ich liebe das himmlische Gesetz. Ich finde es einfach dufte. Ich finde es einfach prima. Ich finde es dufte, weil es so wirksam ist und weil es mich nie enttäuscht. Die Einzige, die sich oft daneben benimmt, naja, auch schimpft dich mit mir. Ich war auch nicht. Was kann mal passieren? Meine Güte nochmal. Ich habe gestern einen Brief viel zu spät bekommen. Himmel war ich fünf. Ach, hat da jemand, was ich begriffen da mal kann? Ich habe einfach, ich muss mich einfach darauf konzentrieren, ich muss es lernen. Ich muss begreifen, dass ich mich auf meine Gedanken verlassen kann. Denn was ergab sich heute Morgen, als ich gestern so tobte, dass der Brief zu spät kam? Heute war der ganze Brief obsolet. Hat sich heute herausgestellt. Ich war ganz hektisch dann an. Also ich habe den Brief auch sowieso später geholt. Also ich meine, ich kam erst zum 5. zum Kasten und ach Gott nochmal. Und dann sah ich den Brief voll entsetzt. Oh Gott, nein, aber es wäre noch, dann war dann, mein Gott, Donnerstag war der letzte Tag und ich war natürlich wütend. Da war natürlich keiner mehr zu erreichen. Heute Morgen rief ich da trotzdem an, obwohl da keiner mehr zu erreichen war. Nun habe ich aber jemanden erwischt. Der sagte, Frau Kanne, nee, ist alles okay. Wir haben Brief an Sie geschrieben, wieder, das ist alles egal. So viel zum Thema, Dagmar vertraut ihren eigenen Gedanken. Ach Leute, schimpfst nicht mit mir. Ich lerne das auch. Ich habe immer noch Momente, wo sowas passiert. Die wirst du auch haben. Wichtig ist aber doch nur, vielleicht hast du sie auch nicht und ich bin bloß ein bisschen neidisch, das kann natürlich auch sein. Glaube ich nicht. Nein, wenn du das alles gar nicht hast, wenn dir das alles zu spielen gelingt, dann wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Also ich bin ja einer von denen, die noch üben muss. Aber ehrlich gesagt, es ist eine Anfangszeit, die auch klasse ist. Eigentlich ist sie schön. Weißt du, ich muss mich gerade an Rat mal, wer zum Essen kommt erinnern. Kennst du den Film, Liebling, Rat mal, wer zum Essen kommt? Guess who comes to dinner? Das ist so ein klasse Film. Da ging es aber, gut, es ist schon, es war so mit Spencer Tracy und Catherine Hepburn und den Portier und ich glaube, da war noch jemand, ich weiß es nicht mehr. Und da geht es einfach darum, dass sie sich, also die Tochter von einem Ehepaar, verliebt sich jetzt und ist so verglücklich und freut sich einfach nur, ach Gott, sie ist so verliebt und es war so toll. Ach, und er ist der Mann überhaupt. Und jetzt kam der aus dem Nebenzimmer und es ergibt sich, dass der Mann aber heute darf man Neger nicht mehr sagen. Das ist schade, weil ja Gott, also dunkelhäutig ist. Und die beiden, dieses Ehepaar, denn die haben ihre Tochter jetzt zu einem freiheitlich denkenden Menschen erzogen und sie haben ihr vorgelebt, dass es völlig absurd ist, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe unterschiedlich zu behandeln. Das ist völlig Blödsinn. Und das haben sie ihr nicht beigebracht, das haben sie ihr vorgelebt. Und genau das hat komischerweise meine Mutter bei mir auch getan. Die hat das war nie ein Thema. Aber mir ist erst nach, also als Barack Obama Präsident wurde, ist mir erst nach einem halben Jahr aufgefallen, und das ist kein Witz, dass er eine dunkle Hautfarbe hat, weil ich es gar nicht bemerkte. Es ist mir anerzogen, es liegt mir im Blut, ich hab diese Unterschiede nicht drin, weil das bei uns zu Hause nie thematisiert worden ist. Nie.
Aber der Umgang war immer so, ja, und ist da dunkler und so was. Ach so, ja. Das habe ich als kleines Kind gelernt. Das habe ich mit dem Fläschchen eingesogen. Dass das so ist. Tja. Und dazu müsst ihr euch hinbringen. Ach so, ich wollte euch was erzählen. Entschuldigt bitte, ich komme von jetzt auf Stöckchen. Also das hat diesen Film zum Inhalt. Und jetzt sagt sie, ganz zum Schluss, da sagt sie, wenn ich so an unsere Vergangenheit denke, weißt du, was das Schönste war, als du am Anfang standst und du mich gebraucht hast? Das war wohl die schönste Zeit. Jetzt, wo du ein erfolgreicher Verleger bist und so etwas, scheint das alles irgendwie so, und, ja, ne? Aber eigentlich die schönste Zeit war, als wir am Anfang standen. Und damit komme ich jetzt wieder zu dem, was ich sagte. Das ist eigentlich die schönste Zeit, die wir jetzt haben. Wir sind am Anfang. Wir begreifen erst jetzt. Wir verstehen erst jetzt, wie wunderbar wir sind. Und wir verstehen erst jetzt, was wir eigentlich in Mächten haben. Und warum sie auf keinen Fall für einen anderen störend sein kann. Weil du ganz automatisch dahin katapultiert wirst, wo du keinen Schaden mehr anrichten wirst und nicht mehr anrichten kannst. Wer denkt, dass er das weiß, der nicht seines Denkens ist, der hat Deichgesinnte. Das Denken ergänzt sich. Und wenn es sich nicht ergänzt, dann sind die so schnell draußen, wie sie gekommen sind. Also das geht so schnell. Das ist so obsolet. Das ist völlig egal. Und das ist das, was ich versuche hier euch klar zu machen, wie das himmlische Gesetz funktioniert. Und es wird höchste Zeit, dass wir das verstehen. Und noch etwas. Ich sagte es paar Mal schon. Ich bin keine Altruistin. Ich erkläre das nicht aus lauter Selbstlosigkeit, aus der Nächstenliebe. Ich liebe meinen Nächsten gar nicht so sehr. Ich weiß nur, dass ich mich selbst liebe, also kann ich die Menschen, die auf mich zukommen, da habe ich keinen Grund, die alle zu verprügeln. Aber ich sagte doch gerade, meine Gedanken bekriegen sich nicht mehr. Das war aber bis vor einem halben Jahr oder bis vor 3 Wochen noch völlig anders. Aber heute bekriegen sich meine Gedanken nicht mehr. Und weil meine Be Gedanken sich nicht mehr bekriegen, habe ich auch keine Umstände mehr hier vorzufinden. Und finde ich auch keine Umstände mehr vor, die mir entgegenstehen. Ganz im Gegenteil, meine Gedanken, die ich bei merkwürdigen Umständen noch habe, bekriegen sich nicht mehr. Sie sind nicht mehr sie sind nicht mehr in Kampfmodus. Jetzt nicht mehr. Gibt keinen Grund mehr. Aber bevor das so war, musste ich wissen, dass ich das weiße Licht meines Denkens bin. Vorher klappte das nicht. Darum hattest du wenig Sinn, Gott zu vertrauen. Es hatte am Anfang Sinn, wenn du das noch gerade lernst, wenn du gerade gestrauchelt bist, dann wird dir erstmal wieder hochgeholfen. Aber irgendwann musst du dann lernen, deinen Gedanken zu vertrauen. Es hat keinen Sinn, da Gott immer anzuplärren oder da immer fromm zu beten oder sowas. Oder gestern, vorgestern, da sagte dann eine Säule nur, nein, ich brauche das alles nicht, wenn du deine Kristalle hast und wenn dir das dann hilft, sagt sie dann laut. Die hat nicht begriffen, dass die eine Gedanken der Kristall des Denkens sein müssen, bilden müssen, zusammensetzen müssen. Das hat die nicht kapiert. Und glaubt allen Ernstes, ich sage, Mensch, bring mal alles in Kristallenergie, weil sie glaubt, dass ich Steine anbete. Das glaubt die Troller wirklich. Ja, wer das nicht begreift, begreift es nicht. Aber das wäre schade, weil es um dein eigenes Denken geht. Und diese Denkkapazität hast du ja. Du hast diese Denkkapazität. Du musst nur lernen, deine Gedanken dürfen sich nicht mehr im Weg stehen. Alles andere, was dir hier begegnet, ist nur ein Alibi. Ist nur ein Auslöser von irgendwas. Aber wenn es sich zündet, ja, dann geht da auch nichts hoch, da geht da keine Bombe hoch. Ein Massengesetz kann ich daraus nicht machen, aber es ist eine himmlische Ordnung und wenn du reif dafür bist, wirst du ihr folgen. Das wirst du tun, automatisch. Ich meine, eines ist sicher, was ich hier sage, bringe alles in die Kristallenergie. Na, das tust du eines Tages sowieso. Okay, das tust du eines Tages sowieso. Früher oder später machst du es eben. Weil du dich sonst nicht reinigen könntest. Unmöglich. Du kannst nicht darauf warten, dass du also sozusagen der Weg fließt dann ab in die Badewanne und dann schrubbt da alles an dir rum. Nee, so einfach ist es, läuft der Hase nicht. Vielleicht, wenn du bettlägerig bist, wenn du pflegebedürftig bist, dann tun das, wirst du vielleicht gebadet oder ähnliches, wenn du ein kleines Kind bist, dann sicherlich.
Aber ein Mensch, der gelernt hat, seine Gedanken zu gebrauchen, der bekommt alles gereinigt, ohne irgendwelche Räufbeldereien oder ähnliches. Okay, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Ich glaube jetzt, ich habe ja nun wirklich heute Morgen auch und jetzt auch, aber ich fand das so wichtig, das zu sagen. Habe ich euch ja nur einiges da so zwischen die Zähne gegeben, sozusagen. Aber ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt erkläre, natürlich erkläre ich es, aber ich glaube, ich glaube, das weißt du mittlerweile schon längst. Ich glaube, du hast es schon längst vermutet, dass es so ist. Und ich sagte doch, auf diesem Kanal sind die künftigen Lords und Ladies, was das Denken angeht. Und als ich das sagte, meinte ich damit nicht, dass ihr später mal alle so wahnsinnig von irgendeinem König geadelt werdet. Das ist völliger Unsinn. So funktioniert das mit dem Adel nicht. Es werden deine Gedanken sein, die dich adeln. Und kein fremder König. Du wirst durch deine Art deines Denkens sehr nobel, sehr edel. Und nicht für irgendjemand, der ein Krönchen aufsetzt. Ich glaube, ich glaube, ich habe es so gut erklärt, wie ich konnte. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Alles Gute dir. Und wie gesagt, in der Christenergie sehen wir uns alle wieder. Bis dann. Tschüss.